Alles klar, wir haben 19 Uhr. Dann möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Titel Ist Wachstum so schlecht wie sein Ruf? Wir treffen uns hier alle per Zoom, und wir haben heute zwei Diskutanten, die über dieses spannende Thema miteinander in ein Streitgespräch, treten wollen. Und wir werden mal sehen, wie viel Streit wir denn da heute entfachen können zwischen unseren beiden Herren. Das ist nämlich einerseits Detlef Schulz-Händel. Der ist Abgeordneter von der Grünen-Fraktion und ist dort der wirtschaftspolitische Sprecher. Und wir haben Jörg Bode dabei, ebenfalls Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag und wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Die beiden Herren werden Sie gleich eingeblendet sehen, sobald Sie das erste Mal das Wort ergreifen. Zuvorderst möchte ich Sie noch auf eine Sache hinweisen. Die, die schon häufiger dabei waren, wissen das schon. Wir sind ein interaktives Format. Das heißt, Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die ich dann bei Gelegenheit unseren Diskutanten stellen werde. Dafür gibt es hier bei Zoom eine Chat-Funktion, die Sie sehr gerne nutzen können. Da gibt es unten eine Leiste mit Chat. Da können Sie dann einfach Ihre Frage stellen. Und wenn es passt, dann geben wir die weiter in die Runde. Und das können alle Fragen sein, die Sie gerne stellen möchten. Also Interessensfragen, Fachfragen, provozierende Fragen, immer raus damit. Wir freuen uns über Ihren Input. Und dann würde ich auch schon übergeben und würde mit einer Eingangsfrage die Runde eröffnen. Und zwar, angelehnt an den Titel unserer Veranstaltung, würde ich gerne wissen, wie ist es denn eigentlich um den Ruf des Wachstums bestellt oder anders gefragt, welchen Ruf sollte Wachstum denn eigentlich haben? Und jetzt starten wir mal gleich mit dem ersten Streit, nämlich wer zuerst das Wort ergreifen möchte. Bitte, die Herren. Detlef, Alter, vor Schönheit, du darfst. Herzlichen Dank für die Blumen, lieber Jörg. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ein bisschen Probleme hatte ich eingangs mit dem Titel Streitgespräch, weil ich glaube, wenn wir uns unsere planetaren Grenzen angucken, dann müssen wir uns über das, was wir noch wachstummäßig so machen können, glaube ich, gar nicht streiten. Wenn man sich anguckt, dass die Deutschen bis Juli ihre Ressourcen, die natürlich verfügbaren Ressourcen, verbraucht haben, dann erübrigt sich jeder Streit über Wachstum, um das vielleicht mal vorauszuschicken. Und ich glaube, wir sollten uns sehr schnell einig darüber werden, dass wir schon vor der Corona-Krise eigentlich klar haben mussten, dass wir aus ökologischer Sicht also einen dringenden Strukturwandel in der Wirtschaft gebraucht haben. Und das bisherige Wirtschaftssystem hat ja immer damit kokettiert, dass es zum Beispiel Krisen voraussagen kann und auch im Voraus vernünftig bewältigen kann. Das hat sich schon bei der Bankenkrise als Irrtum erwiesen. Und jetzt in der Corona-Krise erleben wir eigentlich das Gleiche nochmal sehr deutlich. Wenn wir uns angucken, dass die Gesundheit von Millionen Menschen bedroht ist und unsere Versorgungssysteme weltweit überlastet sind, wenn wir uns angucken, dass wir hier eine Kombination haben aus Wirtschaftskrise und Gesundheitskrise, dann ist klar, dass unser auf Effizienz und Wachstum getrimmtes Wirtschaftssystem hochfragil ist. Und vielleicht noch so zwei, drei Sätze dazu. Bisher war es ja so, dass unsere Wirtschaftspolitik und Krisenpolitik immer darauf getrimmt war, weitestgehend den Status quo zu erhalten und eigentlich völlig ausgeblendet hat, dass wir eine sozial-ökologische Transformation brauchen. Aber leider sind diese Chancen bisher ungenutzt geblieben. Das kann ich natürlich der FDP gerade nicht vorwerfen, weil sie genauso wie die Grünen, wie wir als Grüne in der Opposition sind. Ich wage aber mal zu bezweifeln, lieber Jörg, dass das bei euch anders wäre. Die große Abhängigkeit zentraler gesellschaftlicher Institutionen vom Wirtschaftswachstum, wie etwa, das hatte ich ja schon angesprochen, das Gesundheitssystem, sind dann nur ein Beispiel dafür, dass wir eine sozial-ökologische Transformation spätestens jetzt hin zu einer nachhaltigen Entwicklung dringend brauchen. Das geht natürlich auch einher mit der Notwendigkeit, ethische Wirtschaftsformen zu unterstützen und voranzubringen. Und da wären wir dann eben bei dem Punkt, dass ich das mit dem Wachstum tatsächlich sehr viel kritischer sehe
als möglicherweise du, lieber Jörg. Und wir brauchen halt dieses Umdenken in der Wirtschaftspolitik und auch in den Wirtschaftsmodellen. Wenn wir uns mal angucken, und wir messen ja vieles, vielleicht kommen wir da auch im Laufe des Abends noch drauf zu sprechen, weil ich mein Statement auch nicht restlos überfrachten will, aber wenn wir uns zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck als Maßstab nehmen, dann wird sehr schnell deutlich, was ich eingangs gesagt habe, Deutschland übernutzt massiv die Ressourcen und Kapazitäten unserer Erde. Wir sind da auf dem unrühmlichen Platz 4. Und wir bräuchten im Grunde genommen dreimal unsere Erde, um den jetzigen Lebensstil, der stark vom Profit- und Gewinngier geprägt ist, dauerhaft aufrechtzuerhalten. Und bei dieser Vorstellung wird mir dann auch Angst und Bange. Also die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir arbeiten, wie wir zusammenleben und wie wir soziale Sicherheit und Gerechtigkeit gewährleisten, das müssen wir grundsätzlich verändern. Und wenn ich dann immer von Klimakrise, Artensterben und Übernutzung der Ressourcen spreche, dann werden wir ja oft so als grüne Spinne abgetan. Aber die Realitäten sagen eben etwas anderes aus. Ich möchte vielleicht eingangs nochmal ein Modell besonders hervorheben. Vielleicht kommen wir da auch noch im Laufe des Abends drauf zu sprechen. Das ist die Gemeinwohlökonomie. Mir ist natürlich bewusst, dass wir diese notwendigen Veränderungen nur gelingen, wenn es uns gelingt, alle gesellschaftlichen Akteure an einen Tisch zu bekommen und diese auch bereit sind, dafür Verantwortung zu nehmen. Und deswegen würde ich dafür wehren, nicht nur heute Abend zu streiten, sondern den gemeinsamen Aufruf zu stellen an Gewerkschaften, ans Handwerk, an die Wissenschaft, an die Bildung, an verschiedene Bewegungen und natürlich an die Industrie zu sagen, lasst uns gemeinsam auf den Weg machen, um diese ökologisch notwendigen Veränderungen als gesamte gesellschaftliche Aufgabe zu sehen und voranzutreiben. Also wie gesagt, einen besonderen Fokus sehe ich bei der Gemeinwohlökonomie, denn auch das ist klar, unser kapitalistisch orientiertes Wirtschaftsmodell sorgt auch in der Bevölkerung übrigens zunehmend zu Frust. Im Vordergrund steht der Profit um jeden Preis. Und das ist im Übrigen auch mit dem Grundgesetz gar nicht vereinbar, weil das ganz klar aussagt, Eigentum verpflichtet. Es ist überhaupt nicht zielführend, vielleicht abschließend dann, dass Unternehmen nach immer günstigen Wegen suchen müssen, um zu produzieren, damit sie am Markt überhaupt konkurrenzfähig bleiben. Die Folge sind eben Produktionswege, die nicht nur unserer Umwelt schaden, sondern auch für den Menschen den Lebensraum zerstört. Also insofern, Wachstum spielt auch in der Gemeinwohlökonomie eine Rolle, aber es rückt das Wachsen des Gemeinwohls in den Vordergrund anstatt das Wachstum der Wirtschaft. Und Werte wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Menschenwürde müssen da in den Fokus gestellt werden. Vielleicht genügt das erstmal zum Eingang. Wir wollen ja auch die vielen Interessierten vielleicht noch zu Wort kommen lassen. Jörg, und ich bin ganz gespannt, ob du das ähnlich siehst wie ich oder ob du lieber mit mir ein Streitgespräch heute führen wirst. Dann musst du mir allerdings erklären, wie wir die planetaren Grenzen so gestalten, dass das grenzenlose Wachstum auch weiterhin möglich ist. Ja, das will ich doch gerne tun, lieber Detlef. Du hast ja auf Twitter auch schon quasi diese Argumentation angekündigt, sodass ich da nicht ganz unvorbereitet bin. Und in der Tat gibt es da durchaus einen Streitpunkt und auch Streit oder Streitgespräch, aber im besten Sinne des Wortes, nämlich um sozusagen sich gegenseitig auch weiterzuentwickeln, weil ich natürlich planetare Grenzen und Endlichkeit von gewissen Ressourcen anerkenne. Es wäre ja auch ganz absurd, das tatsächlich nicht zu tun. Aber die Schlussfolgerung, die sich für mich daraus ableitet, ist eine vollkommen andere, weil nämlich Wachstum sich nicht alleine darauf beschränkt, linear Ressourcenverbrauch voranzutreiben.
Wenn sozusagen Entwicklung, Forschung, neue Technologien quasi linear die weitere Belastung von Ressourcen bedeuten würden und sich linear entwickeln würden, hätten wir heute gar nicht die Möglichkeit, über Zoom zu chatten. Das iPhone wäre gar nicht möglich gewesen, etc., weil wir diese Sprünge in der Technologie nicht tatsächlich hätten. Also sprich, ja, natürlich, wir haben nur diesen einen Planeten, auf dem wir leben können. Die Ressourcen dieses Planeten sind auf ihn selbst beschränkt. Das heißt aber auch nicht, dass die uns zur Verfügung stehende Energie für Produktion und Wachstum beschränkt wäre, denn die größte uns bekannte Energiequelle ist zumindest nach menschlichem Ermessen unbegrenzt verfügbar, ist die Sonne. Man muss sozusagen also sehen, wie geht man mit den Ressourcen im Wachstum und in der sozialen Marktwirtschaft tatsächlich um. Und da macht es mir schon Sorge, dass halt vielfach auch ja, beginnt eine Diskussion vom Club of Rome, Grenzen des Wachstums, die Diskussion in eine ja durchaus sehr negative ja, Darstellung von Wachstum tatsächlich gekommen ist, aber auch von Marktwirtschaft, vom Umgang mit Ressourcen. Und viele sozusagen, meistens die sich bereits in einer Wohlstandssituation befinden, das auch nicht als wichtig empfinden. Für mich ist Wachstum eine zutiefst soziale Frage, vor der wir tatsächlich stehen. Denn die Welt wächst unaufhörlich, insbesondere was die Zunahme der menschlichen Bevölkerung angeht. Und jeder Mensch, der neu geboren wird, insbesondere auch in Ländern der Dritten Welt, aus ganz anderen sozialen Herkünften und Schichten, hat, das scheint ein menschlicher Urinstinkt zu sein, den Wunsch nach mehr, den Wunsch nach einem besseren Leben, den Wunsch auch nach ein kleines bisschen Glück und ein kleines bisschen Wohlstand. Und was würde es bedeuten, wenn wir diese Wünsche nicht durch Wachstum ermöglichen würden, und zwar durch gemeinschaftliches Wachstum und jetzt nicht nur national, sondern dann auch weltweit gesehen? Nun, das würde bedeuten, dass diese Zunahme an Glück und Wohlstand für gerade Menschen, die nicht aus einer Wohlstandsgesellschaft kommen, nur durch Umverteilung möglich ist. Umverteilung, sprich jemand muss etwas abgeben, damit jemand anders mehr haben kann, also sprich Verzicht ausüben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Verteilungskämpfe, die wir dort erleben werden, bei der überwiegenden Anzahl der Menschheit nicht dazu führen, dass dies tatsächlich in einem gewissen Umfang auch freiwillig passiert, sondern jeder wird das, was er sozusagen selber an Wohlstand hat, überwiegend auch für sich wahren und bewahren tatsächlich wollen. Und dann hätten wir eine ganz, ganz schwierige Situation. Deshalb ist es besser, wenn man gemeinsam den Kuchen vergrößert und dann von den neuen Kuchenstücken, die man dadurch geschaffen hat, oder von den größeren, dann ein Stückchen abnimmt und sozusagen dem anderen zukommen lassen kann. Also ist mir schon an die Wiege gelegt worden. Ich habe die Wiege bei meiner Oma, da war so, so ein Stickhandtuch, das hing an der Wand. Da stand immer drauf, 5 sind geladen, 10 sind gekommen. Und dann ging es nicht weiter mit, jetzt kriegt nur jeder Zweite die Suppe, sondern gieß Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen, ging es weiter. Also sprich, auch damals schon, Wachstum ist der Weg, um aus einer Mangelsituation eine gerade auch in zivilisierten Gesellschaften erträgliche Lösung zu bringen. Und deshalb halte ich es für wichtig. Hat aber Wachstum bei Jörg bis heute nicht geschafft. Das ist... Bruttoinlandsprodukt, naja, wenn du dir das Verhältnis mal anguckst, wie ist denn die Verteilung? Wer ist denn wirklich, wer lebt denn wirklich im Wohlstand und wer nicht? Reden wir davon 1:99%? Fragezeichen. Also, wenn man sozusagen die Weltdaten nimmt, hat die Armut deutlich abgenommen trotz des Zuwachses. Aber gucken wir es uns vielleicht mal nur mal national an, wo die Zahlen noch einfacher und vergleichbar sind, weil Deutschland ja mit Ausnahme der Wiedervereinigung, die man ja herausrechnen muss, ein sehr homogener Bereich ist, den man betrachten kann. 1950 hatten wir pro Kopf ein Bruttoinlandsprodukt von 6.000 Euro. Das haben wir durch Wachstum auf heute rund 41.000 Euro gesteigert, also versechsfacht in den letzten 70 Jahren. Und die Bruttostundenlöhne sind dabei auch um das 25-fache gestiegen. Also das heißt, ja, man kann immer noch sagen, man braucht eine andere Verteilung. Man ist damit vielleicht nicht zufrieden oder die Umverteilung, das klang ja jetzt durch, ist nicht ja, ausreichend berücksichtigt worden. Kann man darüber diskutieren, nur dazu auch nochmal ein ganz einfacher Zahlenvergleich.
Die 10% Steuerpflichtigen, die obersten 10%, haben 2018 55% des gesamten Aufkommens an der Einkommensteuer geschafft. Aber bei den Gesamteinkünften der Bevölkerung haben sie nur 36% gestellt. Also sprich, es findet auch in diesem System eine Umverteilung statt. Und wir haben in Deutschland ein Wohlstandsniveau, das natürlich auf allen Ebenen ein menschenwürdiges Leben gewährleistet. Und auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Jedenfalls bin ich davon überzeugt. Du hast ja das Bruttoinlandsprodukt aufgeführt. Das ist ja die Messgröße, mit der man glaubt, Wachstum und Wohlstand messen zu können. Das ist ja aber mitnichten so, weil das Bruttoinlandsprodukt der BIP natürlich blind ist, ob wirtschaftliche Aktivitäten die sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Quellen unseres Wohlstandes erhalten. Das ist dann meine These, oder diesen sogar erheblichen Schaden zufügen. Weil wir brauchen nur mal gucken, der BIP erfasst ja nicht zum Beispiel wohlstandsfördernde, unbezahlte Tätigkeiten. Ebenso werden die Bedingungen, unter denen der BIP entsteht, nicht berücksichtigt. Also genau die Faktoren, geht jemand entspannt zur Arbeit, geht er mit viel Freude zur Arbeit oder macht er seine Arbeit aber unter großem psychischen und physischen Druck und ohne Freude, und beides eben bei gleichem Einkommen. Also insofern würde ich das in Frage stellen, ob das Bruttoinlandsprodukt die richtige Messgröße ist dafür, ob wir Wohlstand haben oder nicht. Das in der Tat, da gebe ich recht, man muss immer sehen, was misst welcher Indikator oder welche Statistik. Das Bruttoinlandsprodukt hat natürlich eine Aufgabe, gewisse Dinge abzubilden. Und kann man sagen, ist das in der Gesamtschau nicht richtig. Die Frage ist dann, was sind richtige Werte? Aber dass das quasi losgekoppelt ist von auch verbesserten Lebensbedingungen beispielsweise, würde ich so nicht gelten lassen, das Argument. Denn immerhin hat sich die Lebenserwartung der Menschen seit den 50er Jahren bis zu heute um 14 Jahre oder 15 Jahre knapp tatsächlich erhöht. Wenn ich mir vorstelle, was das Sozialsystem in Deutschland schafft, um sozusagen auch einen besseren Lebensabend zu gewährleisten. Die Rentenbezugsdauer, also sprich die Zeit, die man sozusagen nach dem Arbeitsleben noch genießen kann, die hat sich inzwischen verdoppelt seit daher. Also die sozialen Folgen haben sozusagen auch weitgehend stattgefunden. Die muss man natürlich anders sozusagen messen und anders darstellen. Kommt immer darauf an, was soll eine Statistik tatsächlich aussagen. Ich hätte auch eine kurze Zwischenfrage, und zwar ist ein Wort schon sehr häufig gefallen, und zwar das Wort Wohlstand. Was bedeutet denn Wohlstand eigentlich im 21. Jahrhundert? Ja, ich lasse mal den Jörg den Vortritt. Ja, also Wohlstand ist, glaube ich, für jeden was anderes, und es hat sich auch gewechselt. Wenn ich Deutschland in der Nachkriegszeit sehe, da war Wohlstand sicherlich sozusagen, wenn man morgens vielleicht schon wusste, was man abends essen konnte und sicher sein konnte, dass man satt wurde und auch ein Dach über dem Kopf hatte. Heutzutage oder sagen wir dazwischen war Wohlstand sicherlich auch so soziale Zufriedenheit, Sicherheit des Arbeitsplatzes etc. Heute kommt auch sehr viel stärker Work-Life-Balance dazu, also sprich, dass man nicht nur vom Arbeitsleben, also sprich von der Erwirtschaftung des Bruttoinlandsprodukts getrieben sein will, sondern auch Lebensqualität auch noch stärker haben will. Und ich glaube in der Tat, dass man bei vielen auch ja, wenn ich die Diskussion der letzten Monate, nee, Monate wäre jetzt Corona, aber die letzten anderthalb, zwei Jahre sehe, Fridays for Future, da ist für viele sicherlich auch Wohlstand zu sehen, dass der Planet, dass das Klima sozusagen im Einklang ist mit unserem Leben. Auch das ist eine Art von Wohlstand, die man haben kann. Also da komme ich jetzt so viel, so ein bisschen auf Detlef Schulz-Händel zu. In der Tat sind da die Messindikatoren, die heute in der Gesellschaft als wichtig angesehen worden, andere und auch einem fließenden Wandel. Also ja, ich glaube aber, Wohlstand misst sich nicht daran, was der Einzelne zum Leben hat, weil ich komme nochmal auf unsere planetaren Grenzen zu sprechen, und ich komme nochmal darauf zu sprechen, dass wir im Moment, sag ich mal, in einer Welt von höchsten sozialen Ungerechtigkeiten und einer Schieflage liegen,
Armut war noch nie so groß wie heute. Auch in Deutschland klafft die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander. Und tatsächlich wünsche ich mir, dass wir Wohlstand mal ganz anders definieren. Dass wir Wohlstand so definieren, dass alle Menschen zufrieden und glücklich sind und auf unserem Planeten leben können. Ich wünsche mir als Wohlstandsindikator wirklich das Gemeinwohl. Ich wünsche mir, dass Unternehmen das Gemeinwohl im Blick haben und nicht nur ihre Gewinne. Nur dann kann man tatsächlich auch Wohlstand, dann würde ich Wohlstand tatsächlich anders definieren. Wohlstand ist für mich nicht, dass einige sich mit viel, viel Geld und viel, viel Mitteln und viel, viel Wohlstand alles leisten können. Das ist im Übrigen auch nur ein gefühlter Wohlstand. Auch das macht am Ende nicht mehr glücklich. Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel in den Betrieben, in den Unternehmen, die Gemeinwohlökonomie machen. Da gibt es zum Beispiel ein völlig anderes demokratisches Selbstverständnis. Positivbeispiel, ich habe mich lange damit befasst und ich würde tatsächlich auch jedem mal empfehlen, sich die Gemeinwohlbilanzen der Sparda Bank in München anzugucken. Für eine Bank eine großartige Geschichte. Dort gibt es flache Hierarchien. Dort gibt es Mitarbeiterteams, die sehr gleichberechtigt an der Entwicklung dieser Bank mit beteiligt sind, die sehr viel über Produktpaletten diskutieren, die sehr eigenverantwortlich handeln können und sehr eigenverantwortlich ihr Unternehmen mitgestalten sind und die nicht einfach dafür da sind, dass da ein Unternehmen ist, das denn großen Profit macht, an der Börse die dicken Gewinne. Und wir werden dann auch in Niedersachsen, wenn wir dann mal schon bei diesem Thema sind, ganz schnell bei Firmen wie TUI, die Milliardenhilfen bekommen und denen aber am Ende die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch relativ egal sind, die ihre Dividenden und Bonizahlungen auszahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und unten bleibt nichts übrig. Also das verstehe ich tatsächlich nicht unter Wohlstand. Und richtig ehrlichen, echten Wohlstand, der auf Gemeinwohl fixiert ist, ist der bessere Wohlstand. Als den wenige Leute haben, um Geld zu geben. Und auch Konsum. Wie oft wird ja auch fälschlicherweise gesagt, glücklich und im Wohlstand lebt der, der alles konsumieren kann. Das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Das ist ja auch nur ein Eindruck, der vermittelt wird, aber der falsch ist und genauso falsch ist, wie er auch fatal ist. Nur weil man konsumieren kann, ist man kein glücklicher Mensch und lebt auch noch lange nicht im Wohlstand. Und auch das ist ja endlich. Also insofern müssen wir Wohlstand mal ganz anders definieren, als dass ein paar Leute mehr Einkommen zur Verfügung kam, als ich es noch vor ein paar Jahren gehabt habe. Ja, aber gerade das habe ich ja nicht gemacht. Also ich finde, Wohlstand ist für jeden durchaus etwas individuell sehr Unterschiedliches. Ich glaube aber durchaus, dass die Frage Arm-Reich und die Kluft zwischen Arm-Reich nicht so einfach zu beantworten ist. Denn wenn wir die Diskussion auch mit den Berichten, die die Bundesregierung ja alljährlich dazu vorlegt, nimmt, haben wir bei der Betrachtung, und das ist dann durchaus ein wissenschaftlicher Streit, das gebe ich ja gerne zu, den relativen Armutsbegriff, den wir uns in Deutschland immer anschauen. Sprich, es wird sozusagen ein Mittelwert aller Einkommen genommen und wer drunter ist, unter der Grenze, ist tatsächlich arm. Das heißt, wenn ein Multimilliardär zuzieht, nimmt die Armut in Deutschland statistisch zu bei dieser Betrachtungsweise, obwohl faktisch niemand ja wirklich ärmer wird. Das ist sozusagen diese statistische Betrachtung, die immer so in der öffentlichen gesellschaftlichen Diskussion ist, die mich ein bisschen ärgert. Man sollte vielleicht mal gucken, was ist eigentlich ein Armuts, also ein Minimum, das man tatsächlich hat, wie viele Menschen liegen wirklich darunter und wie hat sich das da entwickelt? Und da sehe ich nämlich nicht die Entwicklung, dass wir hier ein Land haben, wo ich ein höheres Armutsrisiko habe als beispielsweise in Äthiopien, Kenia, Philippinen oder wo auch immer.
sondern das sehe ich hier schon anders. Und wenn ich mir die gesamte Welt anschaue und die statistischen Daten dort anschaue, ist, wenn ich nicht den relativen Bericht, sondern mal den faktischen, den nominellen Wert mir anschaue, dass das Armutsrisiko zurückgegangen und dort ist einiges passiert. Also das, glaube ich, muss man sich ein bisschen umfassender tatsächlich anschauen. Aber bei der Frage Gemeinwohlökonomie, was du da gesagt hast, da ist ja sozusagen auch ein Kernpunkt drin, den ich auch gar nicht abstreite und der dann wirklich spannend wird, mal gesellschaftlich auch auszudiskutieren. Denn die Grundlage für Wachstum, Wachstum auch so, wie wir es in der Vergangenheit kennen und definieren, ist für mich immer die soziale Marktwirtschaft. So beides bedingt einander und baut aufeinander auf. Und da ist halt die Theorie, die hoffentlich auch in der Praxis weitestgehend umgesetzt wird, dass der Staat als Schiedsrichter die Regeln setzt, in denen dann sozusagen Wirtschaft, Unternehmen tatsächlich agieren. So, und wenn man dann sagt, ja, es müssen andere Dinge berücksichtigt werden als das reine Gewinnstreben. Jedes Unternehmen muss nach Gewinn streben, sonst wird es ja irgendwann nicht mehr existieren. Ist es nicht, sonst müssen andere Dinge machen. Glaube ich, müssen wir sozusagen bei der Regelsetzung darüber diskutieren, an welche Grenzen muss sich ein Unternehmen halten. Wie müssen wir beispielsweise mit sozialen Standards, Kinderarbeit etc. auch im weltweiten Kontext tatsächlich umgehen, aber nicht nur sozusagen Bericht einfordern. Also über den Bericht Marketing zu machen, dass man sich zu einem Unternehmen orientiert, weil die da sozusagen Besonderes tun. Also in der Tat, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch in Deutschland viel zu wenig darüber definiert, welche Spielregeln wir eigentlich wollen. Und das wird deshalb so wichtig, neben den sozialen Spielregeln haben wir jetzt ja auch noch die Umwelt und damit auch die von dir angesprochenen Ressourcenfragen. Natürlich müssen wir Wachstum von Ressourcenverbrauch entkoppeln, insbesondere von dem Ressourcenverbrauch, der unseren Planeten am schnellsten gefährdet, nämlich die Frage Klimawandel, CO2. Und deshalb müssen da die richtigen Spielregeln aufgestellt werden, damit sozusagen die Instrumente dazu führen, dass mit marktwirtschaftlichen Instrumenten diese Klimarettung und Planetenrettung auch effizient und kostengünstig tatsächlich hinbekomme. Und darüber wird halt viel zu wenig diskutiert, welches sind eigentlich die richtigen Spielregeln. Die Gemeinwohlökonomie geht ja noch weiter. Wir haben ja tatsächlich nur, also ich bin ja schon mal froh, dass die Gemeinwohlökonomie von der FDP, wenn ich das jetzt richtig mal mitnehme, lieber Jörg, nicht verteufelt wird. Damit kommen wir ja schon einen Schritt weiter. Und ich bin auch froh, wenn in der FDP die Erkenntnis wächst, dass wir bestimmte Regeln ausstellen müssen, um das eine oder andere zu verändern. Also und ich glaube, klar ist, also du sprichst ja von sozialer Marktwirtschaft. Ich weiß gar nicht, ob man den Begriff Marktwirtschaft nun auch völlig abschaffen muss, wenn denn mit den Gewinnen, die erzielt werden in den Unternehmen, etwas anderes passiert, als es heute der Fall ist. Insbesondere in größeren Unternehmen. Und es wird ja auch zukünftig Gewinne geben müssen, sonst kann ja ein Unternehmen nicht existieren. Die Frage ist aber ganz einfach, was macht man mit diesem Gewinn? Und stellt man diesen Gewinn via dem Gemeinwohl zur Verfügung? Und ich habe nur vorhin darüber gesprochen, nur über einen Punkt, nämlich die Einkommen, die Einkommensungleichheit. Was kann sich jemand leisten und wer kann sich nichts leisten? Aber Gemeinwohlökonomie geht ja noch einen ganzen Schritt weiter. Also da wären Indikatoren wie Gesundheit, Bildung, Teilhabe, sozialer Zusammenhalt ganz wichtig, Sicherheit, ökologische Stabilität und subjektives Wohlbefinden. Das sind natürlich alles Größen, die man so hinnehmen muss. Und du hast gerade davon gesprochen, wenn denn Unternehmen damit keine Werbetour machen. Also alle Unternehmen, die sich in einer Gemeinwohlökonomie bewegen und in einer Gemeinwohlökonomiebewegung zusammengetan haben. Ich kenne kein Unternehmen, was dort einfach nur Kennzahlen wiedergibt und dann sagt, so, jetzt habe ich mein Gewissen beruhigt, jetzt habe ich da Kennzahlen erstellt, ich bin das große Unternehmen. Das ist mitnichten so, das ist aber... Genau, wir haben ja auch in der Landtagsdebatte über unseren Gemeinwohlökonomieantrag
hast hier angesprochen, dass ja die Unternehmen ab 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Vielleicht hast du auch schon die Unterrichtung der Landesregierung gesehen, die das nochmal ganz lobend hervorhebt, dass es das gibt. Ich kann aber in dieser Unterrichtung und ich kann auch in der Lebenspraxis nirgendwo erkennen, dass jetzt eine nennenswerte Anzahl von Unternehmen mehr macht, als diesen Nachhaltigkeitsbericht widerwillig erstellt und sich damit aber inhaltlich auseinandersetzt. Also insofern brauchen wir tatsächlich mehr als einfach nur Kennzahlen. Und ich sage auch ganz deutlich, das muss man regeln. Also das wird man auch ordnungspolitisch regeln müssen an der einen oder anderen Stelle. Über steuerliche Geschichten, was man da gibt. Ich würde übrigens jetzt auch in der Krise, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das mag ja jetzt eine steile These sein, würde ich auch Ampeln einrichten, Gemeinwohlampeln, und würde mal mir die Unternehmen ganz genau angucken, die ich dort rette und die ich dort nicht rette. Oder die zu einem, man könnte ja auch sagen, Unternehmen, die schon heute sozial-ökologisch unterwegs sind, denen zahle ich mehr Rettungsbeiträge als den Unternehmen, die es überhaupt nicht sind und die erst eher schädlich in der Wirtschaft unterwegs sind und diesem ganzen System, was wir eigentlich brauchen, eher schaden und kontraproduktiv sind. Also alles im Allen würde ich ganz gerne tatsächlich diese Gemeinwohlökonomie in den Vordergrund stellen. Und wie gesagt, ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie sich Unternehmen damit beschäftigen. Da geht es auch um die Frage, wie sinnvoll ist das Produkt, wie sinnvoll ist die Dienstleistung, wie ökologisch wird produziert, wie human sind die Arbeitsbedingungen. Das sind alles Fragen, mit denen sich die Unternehmen, die sich heute schon in der Gemeinwohlökonomie verschrieben haben, unterwerfen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, auch du kennst ja die Bertelsmann-Studien, dass 88% aller Deutschen sich ein neues ethisches Wirtschaftsmodell wünschen. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und ich will auch noch mal was sagen, jetzt gerade in der Corona-Krise, da geht es ja dann auch um Produktionsketten, da geht es um Kreislaufwirtschaft und um viele andere Dinge. Wie lange haben wir, du kennst das ganze Theater um die Maskenbeschaffung, du kennst das ganze Theater um die Beschaffung schon von Schutzausrüstung, Schutzbekleidung in der Corona-Krise. Das sind, glaube ich, tatsächlich, und das zeigt auch, dass es an einigen Stellen massiv hakt und dass wir mit dem jetzigen Wirtschaftsmodell unsere Krisen und unsere zukünftigen Krisen und auch die Corona-Krise wird ja nicht die letzte gewesen sein, so bewältigt kriegen. Na, also das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass unser Wirtschaftsmodell gerade auch die soziale Marktwirtschaft geeignet ist, die Krise zu bewältigen und zu bestehen. Das hat sie auch in der letzten Bankenkrise beispielsweise oder Finanzmarktkrise ja tatsächlich auch. Aber nur mit Steuergeldern und nicht zum Beispiel in der Bankenkrise wären ja die Gläubiger auch vielleicht mal dran gewesen. Ne? Ja, da bin ich ja sozusagen genau bei dir, dass sozusagen in der Tat auch bei vielen von diesen ganzen Rettungsmaßnahmen etc. auch damals in der Bankenkrise schlicht und ergreifend auch die Gläubiger hätten dran glauben müssen und sozusagen insbesondere auch die Eigentümer. Das waren durchaus auch einige Sündenfälle, die dort tatsächlich passiert sind. Das ist klar. Aber das war ja nicht sozusagen ein Sündenfall, der durch die soziale Marktwirtschaft passiert ist, sondern durch handelnde Politiker, die sich nämlich nicht getraut haben, auf das Marktgeschehen und das Marktsystem tatsächlich zu bauen und darauf zurückzugreifen. Das ist etwas, was immer ein Eingriff ist, der sozusagen da ist. Aber ich glaube in der Tat, dass die soziale Marktwirtschaft mit ihrem Wachstumsansatz geeignet ist, weil wir nämlich hier auch nicht den Laissez-faire-Liberalismus, wie er früher mal
ja tatsächlich vorhielt, also alle sollen machen können, was sie wollen haben, sondern dem auch, wo wir als Liberale ja zu angehören, dem Neoliberalismus, der sagt, es muss geordnete Bahnen und Schranken geben. Und das ist so der Punkt. Und da bin ich dann sozusagen auf einem etwas anderen Trip als Richtung Gemeinwohlökonomie, weil ich nicht glaube, dass es die Aufgabe eines Unternehmens ist, die ethisch-moralischen und auch umweltpolitischen Gesichtspunkte von Produktion, von Wirtschaften etc. für sich selbst festzulegen und dann quasi im Schaufenster von dem Kunden beurteilen zu lassen, sondern ich glaube, es ist Aufgabe von Politik. Und wir haben in unserer Verfassung, in unseren Grundgesetzen ja die Staatsziele drin, wo sozusagen die sozialen, ökologischen Ziele unseres Handelns festgeschrieben sind, daraus Regeln zu machen, an denen sich dann alle orientieren müssen und sozusagen ihre Prozesse alle dann sozusagen in diesen Schranken ablaufen lassen müssen. Ich glaube, dass man mit dem Ansatz mehr erreicht als, da gebe ich dir auch vollkommen recht, diese Corporate Social Responsibility Richtlinie, die sozusagen ab 500 Mitarbeiter eine ganze Menge Papier auslöst. Aber am Ende des Tages, außer dem Papier und vielleicht zwei, drei Spenden für ja, Organisationen, die am günstigen Moment hier geschrien haben, nicht weiter wesentlich etwas bringt. Ne? Also auf diesen Kram, glaube ich, kann man tatsächlich verzichten. Wir müssten mal gesellschaftlich wirklich festlegen, was sollen eigentlich die Spielregeln auch gerade in Bezug auf Klimaschutz sein, weil das drängendste Problem ist meiner Meinung nach, das wir derzeit tatsächlich haben. Und wie kann sozusagen dann mit diesen Regulierung, mit diesen Regeln, und da wären die Regeln, ein CO2-Ausstoß, der nicht höher sein darf als X, und X wäre die Vorgabe der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, einen höheren Verbrauch von CO2 oder Ausstoß von CO2 darf es nicht geben. Das wären dann die Maßgaben. Und dann ist sozusagen jedes Unternehmen in der verdammten Pflicht, es sozusagen sicherzustellen, weil es sonst auch seine eigene Existenz verliert. Ist zwar ein radikaler Weg, aber ist ein marktwirtschaftlicher Weg, an dem sozusagen dann auch die meisten Innovationsschübe ausgelöst werden. Und wir werden halt, das ist wieder die planetaren Grenzen, die werden wir halt bei linearer Fortentwicklung in der Tat, da hast du recht, werden wir dran stoßen. Das heißt, wir brauchen schon sprunghafte Entwicklung, sprunghaften Fortschritt, damit der Ressourcenverbrauch mit dem Wachstum nicht mehr im Zusammenhang steht, sondern da entkoppelt werden kann. Hallo. Ich würde gerne einmal kurz dazwischen gerätschen und dann dürfen Sie auch direkt weitermachen, Herr Schulz-Händel. Wir haben aber schon ganz viele Fragen von unseren Zuschauern und da möchte ich zumindest schon mal ein paar mit aufnehmen, die auch gerade ganz gut passen. Zum einen haben wir hier ein Zitat, zu dem wir gerne eine Stellungnahme hätten, und zwar lautet das Zitat: Wohlstand durch Zufriedenheit und nicht durch Wachstum. Da können Sie gerne sich beide gleich einmal zu äußern. Und in dem Zusammenhang auch die Frage, wenn durch den demografischen Wandel ja eine immer kleiner werdende Gruppe von Erwerbstätigen die Belastung tragen muss, ob dann nicht eine Steigerung der Produktivität zwangsläufig ist, um den Status quo zu erhalten und um das System auch aufrechtzuerhalten. Also zum Zweiten kann ich ja nochmal vielleicht auf mein Eingangsstatement zurückkommen. Das ist ja der Irrglaube, dass wir den Status quo aufrechterhalten müssen. Wir können diesen Status quo nicht aufrechterhalten, weil wir dann, und das haben wir ja gerade nochmal gesagt, an unsere Grenzen stoßen. Und das Zitat finde ich total richtig und wichtig. Zufriedenheit statt Wohlstand, so mache ich das jetzt richtig, war das so? Genau. Zufriedenheit statt... Zufriedenheit statt Wachstum, genau. Mhm. Ich glaube, dass immer mehr Menschen auch großen Wert darauf legen, ein zufriedenes, glückliches und gesundes Leben zu führen, als in diesem Konsumwettstreit zu treten. Und ich glaube, Wohlstand, die Definition Wohlstand ist für viele Menschen genau eben ausschließlich Zufriedenheit, glücklich sein und gesund sein. Und vernünftig arbeiten zu können und auch ausreichend Freizeit zu haben und einen guten Arbeitsplatz zu haben, an dem man das Gefühl hat, hier wird man auch ernst genommen, hier wird man mitgenommen und hier kann man mitgestalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja schon mal froh, dass mein lieber, geschätzter, eloquenter Kollege Bode zumindest auch, wie gesagt, nochmal erkannt hat, dass Wachstum nicht unendlich ist
Und du hast ganz richtig gesagt, wir müssen uns um den Klimaschutz und die Klimaschutzziele kümmern. Und dann ist tatsächlich die Frage auch, über welches oder über welche Form von Wachstum sprechen wir eigentlich? Und auch wir wollen die Wirtschaft stärken und investieren, und um diesen sozial-ökologischen Wandel, den wir für unbedingt notwendig halten, voranzubringen. Allerdings, und das sage ich auch mal ganz deutlich, nicht in alten Konzepten, und jetzt kommen wir gleich zu einem richtigen Streitpunktthema, wenn ich von alten Konzepten spreche, dann sind das für mich zum Beispiel Autobahnneubauten. Und wir haben uns schon überlegt, auch ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm aufzulegen, und haben dafür auch konkrete Vorschläge gemacht. Und auch wir wollen natürlich in die Infrastruktur unseres Landes investieren. Jetzt komme ich mal auf Niedersachsen zu sprechen. Und dazu gehören natürlich neben Schulen, Universitäten, Digitalisierung, vor allen Dingen die Dinge, die auch dem Klima gut tun und die dazu da sind, die Klimakatastrophe in irgendeiner Art und Weise noch ein Stück weit abzumildern. Das sind zum Beispiel Fuß- und Fahrradwege, das ist Bus und Bahn. Und natürlich müssen wir eben genau hingucken, weil eine marode Infrastruktur schon eine große Verschuldung bedeutet, aus den Generationen, auch für die Generationen nach uns. Aber wir müssen eben in die Infrastruktur investieren, die dann auch mit dem Klimaschutz konform geht. Und das sind sicherlich keine Autobahnneubauten. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja immer für Nordfriesland, die A20, die dort entstehen sollen, die dann 30 Jahre geplant wird, möglicherweise 10 Jahre gebaut wird. Und was nützt diese Autobahn den Menschen, wenn sie dann nach 10 Jahren hinfällig ist, weil sie den Böden nicht standhaltet? Und was nützt diese Autobahn den Menschen, wenn dann an der Küste die Deiche brechen und kurzerhand das ganze Land dann unter Wasser steht? Dann brauchen wir die Autobahn auch nicht mehr. Das ist jetzt sicherlich alles ein bisschen überspitzt, aber macht den Kern deutlich, wo wir uns einigen könnten, wo ich auch dich, lieber Jörg, gerne zu motivieren würde. Wenn die Klimakrise auch von euch mit bewältigt werden soll, dann sind es, wie gesagt, keine Autobahnneubauten, sondern das Investitionen in ökologische Infrastruktur, und das ist nicht unbedingt die Straße. Also da werden wir nicht so richtig auf einen Nenner kommen, was die Investitionen in Infrastruktur, was Straße tatsächlich angeht, glaube ich. Wobei wir dabei nicht das Ziel, im Ziel liegen wir gar nicht auseinander, sondern das Ziel, das dahinter liegt, ist ja sozusagen Klimaschutz zu betreiben. In der Tat dafür zu sorgen, dass die Deiche nicht überflutet werden, dass wir sozusagen auch hier das, was wir über Jahre uns erarbeitet haben und durch Wachstum unsere Marktwirtschaft erarbeitet haben, auch erhalten wir, dass das so bleibt. Nur auf der einen Seite kann man dann zu der Überlegung kommen, und das ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen überspitzt auch formuliert, das ist dann der Schrumpfungsprozess, zu sagen, ich muss sozusagen CO2 dadurch einsparen, dass ich weniger tue, mich weniger bewege, weniger produziere, weil dann der Ausstoß insgesamt zurückgeht und ich habe dann halt einfach weniger. Ich glaube, dass das sozusagen weltweit gesehen kein Erfolgsmodell ist, weil diejenigen, die heute schon weniger haben, denen ist das relativ egal, ob sie sozusagen in 100 Jahren, wenn sie es überhaupt sozusagen so weit realisieren, weil sie so weit nach vorne schauen, dann sozusagen in Niedersachsen die Deiche untergehen, sondern die sagen, ich will sozusagen meinen Wohlstand tatsächlich erhöhen, und den definiere ich durch sozusagen verfügbares Einkommen, und das ist meine Lebensqualität. So, mein Ansatz oder unser Ansatz als Liberale ist dann halt eher zu sagen, okay, dann lass uns doch mal gucken, was löst dann den CO2 aus. Die Autobahn, die ja momentan schon im Boden ist, macht es nicht. Und der große CO2-Ausstieg ist auch nicht die Planung, auch nicht der Bau, ist auch nicht der große CO2-Neuausstoß, der da passiert, sondern es ist das Kfz, der Lkw, der darüber fährt. So, und dann gehen wir doch mal daran und überlegen, wie kann ich eigentlich dieses Gefährt so konstruieren, so bauen, dass der Ausstoß dort tatsächlich nicht passiert. Neue Technologien zu entwickeln, das ist das, was ich mit Grenze von Ressourcen ja, aber nicht Grenze von Wachstumsmöglichkeiten meinte, dass ich sozusagen hier Sprunginnovationen brauche und auch in der Vergangenheit immer geschafft habe,
damit ich sozusagen den Status quo in diesem Sinne tatsächlich weiterentwickeln kann. Das führt übrigens auch dazu, wenn ich in dem Bereich eine entsprechende Technologie, beispielsweise durch die Umwandlung von CO2, Abspaltung von Kohlenstoff und Sauerstoff, Verbrennung von Kohlenstoff, was dann CO2-neutral passiert, also synthetische Kraftstoffe beispielsweise, wenn ich die sozusagen zur Marktreife getrieben habe, kann ich sie nicht nur dort einsetzen, da kann ich sie auch im Gebäudebestand beispielsweise einsetzen und habe auf einmal einen riesen Quantensprung bekommen, was Klimaschutzerfolge angeht. Schaffe ich aber nur, wenn ich ein Regelwerk setze, dass die Unternehmen und die Wissenschaft etc. dazu zwingt, in diesen Dingen zu denken und alles, was sie haben, in dem Bereich auch einzusetzen, um diese technischen Innovationen zu erzielen. Und das ist aus meiner Sicht mit marktwirtschaftlichen Instrumenten besser und geeigneter, weil wenn ich mir auch das System der DDR-Planwirtschaft anschaue, die hatten auch Mangelwirtschaft und die haben sie bis zum Schluss behalten. Und wir hatten damals Westdeutschland nach dem Krieg auch extreme Mangelwirtschaft, haben sie aber mit der sozialen Marktwirtschaft überwunden. Und deshalb traue ich der sozialen Marktwirtschaft mehr als der Planwirtschaft. Also, naja, Planwirtschaft habe ich ja gar nicht eingefordert. Nee, es war auch nicht gegen dich, Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte aber vielleicht noch mal sagen, zum einen hast du etwas über Produzieren erzählt, aber vielleicht noch mal zurück zu den Autos. Also, wenn wir den Klimaschutz wirklich ernst nehmen, also mein Ziel ist es tatsächlich nicht, und ich bin da deutlich radikaler unterwegs, weil ich glaube, anders kriegen wir die Klimaschutzprobleme auch nicht gelöst. Ich möchte nicht, dass jedes heute fahrende Auto auf Deutschlands Straßen 1:1 durch alternative Antriebe ersetzt wird. Sondern wenn wir wirklich erfolgreich zu einer anderen Mobilität kommen wollen, ohne dass die Menschen Einschnitte haben, sich frei zu bewegen, dann ist das aus meiner Sicht mit einer vernünftigen Ausrichtung in der Automobilindustrie möglich, dass wir, ich sage jetzt mal 2035, 2040 möglicherweise dann Gott sei Dank nur noch die Hälfte der Autos auf den Straßen haben, wie wir sie heute haben. Ist eine These, stehe ich aber zu, weil ich nicht jedes Auto, was heute auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, 1:1 ersetzt haben möchte. Zur Produktion. Mir wäre es lieber, dass wir diesen technischen Fortschritt, den wir haben, dazu nutzen, dass wir so produzieren, dass zum Beispiel bestimmte Produkte eine deutlich längere Lebensdauer haben. Das muss mit technischem Fortschritt möglich sein. Ich will nicht die alten Zeiten heraufbeschwören, weil natürlich die Kühlschränke damals umweltschädlich hoch 5 waren. Aber wenn ein Kühlschrank früher tatsächlich hat er 20 Jahre gehalten oder 15 Jahre, heute hält er nur noch 5 Jahre. Und das ist ja wie so eine Uhr, die man stellt, dass viele Produkte, viele technische Geräte heute nur noch so eine Halbwertszeit haben. Und also ich glaube, es ist gut für ein Wirtschaften, für ein vernünftiges Wirtschaften, dass Produkte eine längere Lebensdauer bekommen. Und es wäre auch gut, wenn wir wieder dazu hinkommen, dass Produkte so produziert werden, dass sie am Ende auch reparaturfähig sind. Und wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft und wir müssen uns sehr genau angucken, wie die Wertschöpfungsketten sind. Aber da sind wir uns ja auch, glaube ich, weitestgehend einig. Über Kinderarbeit haben wir vorhin schon gesprochen, wollen wir alle nicht. Solche Produkte wollen wir alle nicht. Und da müssen wir auch was gegen unternehmen. Insofern. Aber bloß weil Produkte länger halten oder länger halten sollen, sage ich jetzt mal so, bedeutet das ja nicht, dass dann kein Wachstum stattfindet, sondern dann habe ich auch die finanziellen Möglichkeiten, Wachstum in anderen Bereichen tatsächlich zu entwickeln. Also da spricht überhaupt gar nichts gegen und das muss auch heutzutage auch nicht, sage ich mal, außerhalb jedes Geschäftsmodells sein, dass das funktioniert. Also ich habe gerade vor 3 Jahren meine alten Küchengeräte bei einer mittelständischen Versicherungsgesellschaft, nachdem was defekt war, versichert und habe gedacht, ich hätte ein Schnäppchen gemacht ohne Ende, weil in 2 Jahren sind die, weil sie so alt sind, hinüber und dann haben die mir gesagt, würden sie mir halt die neuen Geräte kaufen. Und zufällig kenne ich den Vorstand und haben gesagt, Mensch, da hast du aber ein dummes Geschäft gemacht, sagt er. Und dann bleib mal ganz ruhig, wir reparieren dir die Küchengeräte. Darauf sind wir nämlich spezialisiert.
weil wir nämlich nicht einfach das Neue tatsächlich kaufen. Bei iPhones beispielsweise machen wir es auch so. Die meisten, gerade jungen Menschen, schließen hier so eine iPhone-Versicherung ab. Dann ist nach einem Monat das Handy unglücklicherweise runtergefallen, Bildschirm ist gesprungen etc. und gleich neu wegschmeißen. Die reparieren einfach das Glas, haben eine Firma gekauft und Reparaturverfahren für dieses Glas entwickelt, damit man sich sozusagen nicht immer nur die neuen kaufen muss. Also sprich, da gibt es durchaus auch marktfähige Modelle für sowas dann auch tatsächlich voranzutreiben. Deshalb finde ich, das ist kein Widerspruch, sondern das ist in der Tat, wenn ich auch Wachstum nicht einfach ja, schrankenlos und grenzlos, sondern qualitatives Wachstum erreichen will, ein vernünftigeres Instrument. Aber es muss mit den Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft gesteuert werden. Da hake ich nochmal ein. Und zwar würde ich noch eine Zuschauerfrage stellen und dann müssen wir uns auch schon in eine Abschlussrunde begeben, weil wir schon kurz vor Ende der Veranstaltung sind. Und zwar geht die an Jörg Bode und befasst sich mit einer Reform des Gesellschaftsrechts. Und zwar ist da die Frage, ob es denn eine Möglichkeit wäre, das Firmenvermögen nicht länger zu personalisieren, sondern in ein Verantwortungseigentum zu überführen. Gerne Ja, kurze das Antwort, damit wir die Schlussrunde noch machen können. ist eine interessante Frage von Frau Menge. Es ist jetzt ja nicht so, dass Firmenvermögen in jedem Fall immer personalisiert sind. Es gibt ja auch andere Modelle, es gibt auch Stiftungsmodelle, es gibt auch das genossenschaftliche Modell beispielsweise, eins, für das ich große Sympathie und auch Begeisterung hege, weil er sozusagen auch so einen sehr liberalen, sage ich mal, geschichtlichen Kontext her entwickelt worden ist. Also sprich, es gibt unterschiedlichste Modelle und ich würde aber auch nicht sozusagen dadurch den Rückschluss ziehen, dass jede Firma, die ein Familieneigentümer hat oder über Jahrzehnte, Jahrhunderte im Familieneigentum ist, sich schlecht verhält, etwas Schlechtes ist. Nein, ich glaube eher, dass auch gerade familiengeführte Unternehmen für den Wohlstand, sowohl den eigenen individuellen, aber auch den gesellschaftlichen Wohlstand in Deutschland sehr viel beigetragen haben. Deshalb sollte man das nicht gegeneinander ausspielen. Alles klar, vielen Dank. Dann kommt jetzt meine Frage an die Schlussrunde, bei der ich auch nochmal versuche, einige Zuschauerfragen mit unterzubringen. Und zwar nochmal zum Ende die Frage nach den politischen Maßnahmen. Wenn Ihre Fraktion, Herr Bode, wenn Ihre Fraktion, Herr Schulz-Hände, jetzt die absolute Mehrheit hätte, was würden Sie denn jetzt für wirtschaftspolitische Maßnahmen machen, die Ihrer Meinung nach ganz dringend wäre? Ein Stichwort, das hier in einer Frage kam, möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben. Das ist das Stichwort zum Beispiel Bürokratieabbau. Und dann Feuer frei. Wir haben noch 8, 9 Minuten. Ja, also ich fange jetzt mal an, weil Detlef, du hast ja vorhin angefangen, dann hast du das Schlusswort heute. Also Bürokratieabbau ist das Thema überhaupt. Viele Dinge in der Bürokratie sind ja sozusagen deshalb entstanden, weil wir uns nicht getraut haben, tatsächlich einfache Re oder ehrliche Regeln aufzustellen, an die man sich halten soll, sondern sozusagen dann durch Statistiken, Berichte und alles andere es sozusagen quasi, ja, gelenkt haben und dadurch viel mehr Verluste und Steuerungsverluste ausgelöst haben, als es sonst bedeutet hätte. Also von daher, das ist ein großes Feld, aber da reicht die absolute Mehrheit auf einer Ebene leider nicht aus. Wenn man da wirklich ran will, braucht man sie auf Landes-, Bundes- und Europaebene. So viel Wahrheit gehört dazu. Deshalb wird man da nur kleine Schritte tatsächlich bauen können. Ich glaube in der Tat, dass eine der wichtigsten Fragen, wenn ich jetzt Corona mal komplett außen vor lasse und auch finanzielle Bewältigung von Corona außen vor lasse, ist in der Tat die Frage, wie schaffe ich es, Klimaschutz zu betreiben, ohne das Wachstum und unseren Wohlstand damit abzuwürgen. Und die Regeln, die dort in Berlin, auch gerade was Energiepolitik angeht, gemacht worden sind, beunruhigen mich massivst, weil ich sie für einen fatalen Weg halte. Alles einfach teurer machen, Steuern drauflegen, die sieht man gerade an der Tankstelle, ohne dass das irgendeinen klimatischen Nutzen tatsächlich hat. In 3 Jahren stehen wir genau da, wo wir heute auch standen, was Klimaschutz angeht, aber wir haben viel mehr Geld an der Tankstelle für den Staat abgegeben und der hat es verdattelt. Das wird die Folge sein. Und deshalb glaube ich, Klimaschutz muss nicht staatlich gemacht werden, sondern Klimaschutz muss durch Regeln in die Wirtschaft getrieben werden.
Und da ist der CO2-Zertifikatehandel aus meiner Sicht das marktwirtschaftlichste, effizienteste Instrument, das man auf alle Wirtschaftsbereiche ausweiten muss und stattdessen auf diese CO2-Steuer verzichten sollte, weil dann nutzt es auch tatsächlich den Klimaschutz etwas und wir schaffen es auch mit Technologieoffenheit, die Wachstums- und, sage ich mal, Innovationssprünge tatsächlich hinzukriegen. Also das wäre sozusagen mein Punkt, dass alles, was sich unter Klimaschutzpolitik versteckt, da ist ja viel mit Energiepolitik und allem anderen dahinter. Das ist die wesentliche Frage, wie wir in der Wirtschaftspolitik die soziale Marktwirtschaft in Zukunft führen können. Und das wäre die wichtigste Aufgabe. Ja, dann würde ich mich mal gleich anschließen. Jörg, du hast ja zum Schluss nochmal sehr deutlich gemacht, Klimaschutz und Wachstum. Aus meiner Sicht ist das überhaupt kein Gegensatz. Wenn man eben klug und ordentlich investiert in klimafreundliche Lebensweisen, und die Paradebeispiele sind tatsächlich Mobilität und Wohnen. Und ich sage mal auch, mit diesen beiden Beispielen lässt sich durchaus Geld verdienen. Es ist ja nicht so, dass keiner mehr Geld verdienen soll. Das ist nicht unser Anliegen. Was fehlt, und dafür würden wir uns tatsächlich, ich meine, Jörg hat ja recht, absolute Mehrheit ist utopisch. Es kommt dann eher darauf an, auch den politischen Mitstreiter davon zu überzeugen, dass eben immer noch das grundlegende Verständnis dafür fehlt, wie ernst die Lage ist, und dass wir das auch in den Bilanzen von Unternehmen und Volkswirtschaften künftig abbilden müssen. Und für mich ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass eine steigende Wirtschaftsleistung ist eben nicht zwangsläufig ein Indikator für eine glückliche Gesellschaft und ihren Wohlstand. Und wenn die Bilanzen und die Indikatoren auf dem ökologischen und sozialen Auge blind bleiben, wie sie es aktuell sind, dann sind sie auch nicht geeignet. Und ein gutes Beispiel, mein lieber Jörg, diesmal waren wir uns ja einig dabei, ich weiß gar nicht, wie das damals war, ist die Abwrackprämie, hat sie doch kurzfristig damals die Bilanzen der Autoindustrie geschönt, aber ökologisch war das, und ich hoffe, dass wir uns zumindest in dem Punkt einig waren, eine Vollkatastrophe. Und für mich auch nochmal ganz wichtig, und das ist auch mein Wunsch, und das werden wir auch als Grüne schon auch massiv versuchen, nach vorne zu bringen, ob man Wachstum dann auch bremsen kann und wo fängt man am ehesten an. Und ich sage, das kann man, wenn man eine kluge Förder- und Steuerpolitik auf den Weg bringt, wenn wir bestimmte Formen des Wirtschaftens anders stärken als andere vielleicht. Ich will das mal auch nochmal an einem praktischen Beispiel klar machen. Wenn wir heute unverpackte Läden haben und diese Produkte sind teurer als aufwendig verpackte Produkte im Plastik und was weiß ich nicht alles für Müll, dann muss sich das ändern. Diese Produkte müssen irgendwann günstiger zu kaufen sein als die verpackten Plastiknudeln im Geschäft, die es am besten dann auch gar nicht mehr geben sollte. Also wir brauchen eine wertegeleitete Gesellschaft, und das muss sich dann auch in einer wertegeleiteten Wirtschaftspolitik widerspiegeln. Rendite zum Selbstzweck, sag ich mal, steht dem völlig entgegen. Und wenn dann der finanzielle Gewinn Mittel ist, um die gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, dann soll das so sein und dann würden wir das auch entsprechend unterstützen. Also wir brauchen ein Umdenken, wir brauchen mehr Mut für Gemeinwohlökonomie und andere ethische Wirtschaftsmodelle, und wir werden alle sehen. Und wir brauchen natürlich die Player, wie die Betriebe, wie das Handwerk, wie die Industrie, wie die Gewerkschaften, wie andere, um es gemeinsam uns bewusst zu machen, dass wir in eine andere Wirtschaftswelt müssen. Nicht in eine Planwirtschaft, um Gottes Willen, aber wir müssen unsere Wirtschaftspolitik anders ausrichten für die Zukunft. Vielen Dank. Das war doch wunderbar als Schlusswort formuliert.
Dann möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Zuallererst bei unseren beiden Diskutanten, Detlef Schulz-Hände und Jörg Bode. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen heute Abend und für das dann ja doch etwas streitige Streitgespräch. Vielen Dank auch an Sie alle, dass Sie heute teilgenommen haben, für Ihre vielen Fragen. Wir sind jetzt leider nicht dazu gekommen, alle Fragen aufzunehmen und zu beantworten, aber da kann ich gleich Abhilfe schaffen. Das ist insofern gar nicht schlimm, als dass wir nächste Woche schon die nächste Veranstaltung haben zum Thema Wachstum. Und zwar wird sich dort unser Fraktionsvorsitzender Stefan Birkner mit Hubertus Hart vom Institut der Deutschen Wirtschaft treffen, dem Geschäftsführer und Leiter des Wissenschaftsressorts. Und da werden wir uns dem Thema Wachstum nochmal von wissenschaftlicher Seite aus widmen und auch über Wachstumsprognosen und so weiter sprechen. Das heißt, da werden Sie noch ganz viele Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Nächste Woche, 18.11., geht es um 18 Uhr schon los. Und vielen Darf Dank ich noch eine an Sie alle. Gegeneinladung aussprechen? Bitte gerne. Ich würde meinen geschätzten Kollegen Jörg Bude irgendwann im Laufe dieses Jahres mal mich revanchieren und nochmal meinen Dank aussprechen für die heutige Einladung. Und ich lade dich dann mal ein zu einem Streitgespräch über eine zukunftsfähige Mobilität. Sehr gerne. Das macht auch bestimmt Spaß. Ja. Da freuen wir uns drauf. Da sind dann auch hoffentlich viele aus der heutigen Runde dabei. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke, schönen Abend. Tschüss.